So, und damit herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Video, einem Episode 2. Wir haben schon einmal Episode 1 von Fears of Fathom oder Fears to Fathom oder Fathom oder Fathom. Was heißt Fathom eigentlich auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch eigentlich egal, weil wir spielen jetzt Episode 2 davon. Da steht das. This Game. Spielzeit sind ungefähr 40 Minuten, das wird wahrscheinlich wieder in einem Video kommen und dann... Ergründen, begreifen, verstehen. Die Angst des Verstehens. Es ist natürlich ein Horrorspiel, wie da oben in diesem Fierce... Oh mein Gott! ...steht. Oh, ich sehe gerade, wie sieht meine Maus nicht. Nein. Oh mein Gott, komm, jetzt kurz klar. Mir ist ganz kurz was klar geworden. Dem Hope Alone waren wir ja, ich glaube, ein kleines... Denn wir waren Teenager. Der Vater. Denn wir waren der Vater, oder? Der dann, da war dann noch eine Tochter und hat der Tochter quasi immer so Trink gebracht. Ja, ich hab Durst und so. War doch das Spiel, oder? Nein, wir waren Teenager und... Oh ja, und da ist jemand eingebrochen, sowas, oder? Genau, und dann war draußen dann... Das war super creepy und Das war beim ersten Mal durchspielen, also wie gesagt, das geht hier noch 14 Minuten ungefähr, war super creepy. Schaut da gerne nochmal rein ins Video, wenn ihr das nicht gesehen habt. Und jetzt schon mal. Die Angst des Verstehens, sobald du kapiert hast, er ist hier drin. Ja, schon, da war er drin und dann hatten wir. Oh mein Gott, ich bin Angst. Okay. Da war ein Jumpscare, der war übel. Ja, schon, da war richtig schlimm. Ja, es gibt keine Jumpscare-Warnung in unseren Videos, also. Pech! Und jetzt spielen wir Norwood Hitchhike. Und jetzt spielen wir Norwood Hitchhike. Norwood Hitchhike. Ah. Jetzt. Ja, spielst du, wie gerade gesagt. Es ist der 16. Juni. Es ist der 16. Juni! Nein. Wenn ihr das Video vorher sehen solltet, es kommt aus der Zukunft. Das ist mir passiert, als ich 19 war. 19. Ich bin jetzt etwas älter als 21. Ich bin etwas älter als 21. Ich etwas. Ja, ich auch etwas. Etwas. Ich kann mich an das noch sehr klar erinnern, weil ich mich so gefürchtet hatte. Zuerst die Augen bleiben vorherigen. Zuerst traute ich mich nicht, diese Geschichte im Internet zu erzählen. Oh, es ist Creepypasta Games in Hard. Aber vielleicht hilft es, sie zu teilen. Auch wenn nur ein wenig. Ich habe übrigens Angst, dass meine Freundin gleich ins Zimmer kommt und ich mich erschrecke. Lass mich hier schnell eine SMS schreiben. Nein, bitte nicht. Und durch dummes Mädchenschrei im Video haben. Ich bin einer dieser Typen, die Game Conventions liebt. Wenn ich die Möglichkeit habe, gehe ich zu jedem Event. Manchmal traf ich sogar ein paar meiner Online-Freunde. Meine Eltern waren nicht sonderlich begeistert von der Idee, dass ich auf einer Autobahn fahre. Hey, weißt du, bist 21. Aber ein Flugzeugticket wäre zu teuer gewesen. Okay. Wie weit? Na ja, gut, das ist Amerika, ne? Das Event, an dem ich teilgenommen hatte, lief großartig. Und nun war der Tag gekommen, um nach Hause zu fahren. Als ich losgefahren bin, bemerkte ich jedoch, dass der Verkehr schrecklich war. Oh, typischer deutscher Verkehr. Ich entschied mich, den längeren Weg zu nehmen, um den Verkehr zu umfahren. Die Fahrt dauerte etwas über 12 Stunden. Ui. Das ist ein Horror. Ich finde gerade auch, das ist ja auf Deutsch. Ja, richtig. Es gab auf Deutsch. Ich hoffe, das ist kein Copyright-Musik. Lalalala. Nein, das ist so nice. Wir haben eine Message von Aiden Williams. Lies sie doch mal durch, dann kriegst du ein Achievement. Können wir bitte. Was? Warte. Wir müssen oben anfangen. Ja, wer ist wer? Ich bin grau. Nee, ich bin blau. Dann bist du. Du bist der Spiel. Discord! Wir haben die als O. Mal sehen, ob ich das Auto bekomme. Ich sagte mir Bescheid. Werde endlich mit Milo spazieren gehen, lol. Okay, lol. Okay, der Plan steht. Auf jeden. Warte, du bekommst das Auto? Jupp. Big Girl. Sind wir Mädchen? Oh, wir sind Mädchen.
Nein, Trick, Girl. Da war gerade ein Motorrad vorbeigefahren, das ist dir nicht aufgefallen. Ja und? Ich habe mich erschrocken, okay. Aber es kann ja noch. Es sollte noch nichts sehen. Bist du sicher, dass Ash nicht kommen kann? Ich werde das Skateboard mitnehmen. Habt ihr da einen coolen Skatepark in der Nähe? Was war das? Ich kann zoomen mit der linken Maus, dass ich hier draußen draufklicke. Klingt lustig. Discord. Wo bist du? Ich bin fast da. Ich sehe dich nicht. Pfirsich. Pfirsich. Shirt? Was? Das ist dämlich, wie die schreiben. Es macht Spaß. Ich hatte eine gute Zeit. Danke für deine Teilnahme. Der schreibt so, ja, ich sehe dich nicht. Pfirsich. Shirt. Also pfirsichfarbenes Shirt. Oh, da, dann... Ja, aber es schreibt doch keiner. Ja. Hattest du... Hattest du das schon? Ja, ich habe die Teilnahme vorgelesen. Okay, oh, das Achievement schon. Okay, ich habe gegrinst, falls du es nicht gesehen hast. Kannst du bitte akustisch demonstrieren? Danke. nochmal. Nochmal, Domi. Du bist dir sicher, dass du den ganzen Weg zurückfährst? Ich habe doch jetzt keine Wahl, oder? Hätte morgen früh fahren können. Okay, ruf mich an, wenn du in deiner Höhle zurück bist. Okay, Papa. Nee, okay. Nicht sicher, ob es dieses Leben sein wird. Was? Meins? Stecken geblieben im größten Stau des ganzen Landes. Mies. Hier ist es auch nicht so gut. Ich glaube, es sind Leute von der Convention. Es reicht. Ich nehme eine andere Strecke. Du musst tun, was du tun musst. Okay, nehmen wir unser iPhone, Messenger-Ding und... Dad. Du hast angerufen. Ja, ich glaube, ich gehe zu dieser Convention. Darf ich dein Auto für 5 Tage ausborgen, bitte? Mit wem? Aiden. Dieser Internetfreund. Er ist ein netter Typ. Nein, du wirst nicht 10 Stunden alleine fahren. Gut. Ich habe mich schon entschieden. Ich werde dich fahren. Wieso verstehst du nichts? Lass uns reden, wenn ich nach Hause komme. Fahr vorsichtig, Holy. Vergiss nicht, mich anzurufen. Alles klar, Papa. Aiden Williams. Also ja, wahrscheinlich wollte Papa noch den Kontakt haben. Ja. Noch etwas? Ich fahre jetzt. Fahr vorsichtig, Holy. Wie ich schon sagte. Ich fahre immer vorsichtig. Müssen wir jetzt 12 Stunden fahren? Wir müssen jetzt 12 Stunden fahren. Das ist der blanke Horror. Moment, wenn du links gefahren wärst und der Motor oder der... Ist das überfahren oder kommt das nur, wenn du stehen bleibst? Ich hab keine Ahnung. Was war das? Oh, warte, ich streich das erste Achievement. Ups. Oh! Er hat geschrieben. Papa! Oh, da! Wo bist Today. Du? Today! Noch etwa 6 Stunden von der Stadt entfernt. Ich stecke im Stau. Weiterfahren. Ja, merkt, wie an sich creepy ich das finde mit. Naja, diesen Nachrichten, die da reinkommen können, das kannst du so gruselig machen. Das war doch auch im. Oh nein. Ja, im Vordergrund auch. Ich bemerkte, dass mein Tank fast leer war, als ich die Hälfte der Strecke gefahren hatte. Oh nein. Wie ist dir nicht aufgefallen, dass der Tank leer ist? Oh nein. Du fährst scheiß weit. Komm schon, bist du ein Idiot? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine Idiotin. Wir werden jetzt nicht alles verweiblichen. Idiot ist schon sehr allgemeiner. Ich habe dir ja gesagt, dass du diesen Flug nehmen sollst. Vermutlich. Ich werde keine Leertaste drücken zum Aussteigen. Aussteigen. Ja, genau. Oh, Dad. Holy Spirit, bad, wenn du zurück bist. Hoffentlich geht es dir gut. Ich hab gerade einen Unfall gebaut. Ja, ja, geht mir top. Geht mir top. Papa, kannst du mich abholen? Sollst du aussteigen? Weiß nicht, fahr einfach. Wir fahren jetzt einfach mal. Wir fahren, bis wir einen interessanten Ort gefunden haben. Hallo, Mensch. Was? Hast du ihn nicht gesehen? Nein. Ich habe nur irgendwas Weißes gesehen, aber nur im Augenwinkel. Ah ja, tanken. In Zufall.
Okay, pass auf, hier gibt's zwei Achievements zu holen. Ja, ich weiß, einmal tanken und einmal. Die Typen da drin nerven. Welche Seite ist mein Tank? Keine Ahnung, unterschiedlich. Rechts. Oder auch nicht rechts. Ja, du musst das Ding nehmen zum Tanken. Ich hab's gesucht. Warte, er hat gut aufgeleuchtet. Achso, das war die Tür. Erst wenn du einfach reingehst und den Typen tanken lässt. Ey, das ist so ein Ding in Amerika. Tankst du nicht selbst. Dann wirst du getankt. Siehst du? Und vielleicht ist dein Tank leer, da ist ein Getränkeautomat. Nee, ich würde ganz gerne. Dreh dich mal um. Oh Gott, ist das so gruselig aus gerade. Ist der lange Schatten da vorne, aber ist auch nur ein Automat. Geh doch mal rein. Ich will das nicht verpassen. Du kommst hier eh nicht weg ohne Tank. Jetzt sterbe ich. Nein, du musst den Typen eh noch auf den Nerven gehen. Wollte es nicht. Konnte es nicht spüren. Wollte es nicht, konnte. Was? Ich hatte für das zu wenig Geld. Okay. Es ist eine Übersetzung, denke ich. Das sind Menschen. Einen wunderschönen guten Tag. Nächstes ist ja niemand, sondern irgendjemand. Increase your sprint speed. Holly? Hi. Mama? Okay. Du kannst schneller laufen, wenn du das Zeug trinkst. Nein. Okay, wirf. Okay. Wow. Ich weiß nicht, warum da so eine Mechanik drin ist, damit du schneller rennen kannst. Hä? Wie läuft die Runde? Das schaut mich einfach nur an. Stell dir vor, mitten in der Nacht kommt so eine Frau in so einen Shop rein und fragt dich, wo müssen Sie hin? Wo müssen Sie hin? Wieder auf Ihre Nacht. Meine, das ist noch höflich, aber ja, wo fährst du hin? Du hast keine Chance, von mir zu entkommen. Ungefähr so penetrant bin ich auch, wenn ich mich wirklich aufnehmen will. Ist das ein Gas Station Clerk? Bestimmt. Ist der Typ gemeint, der das Zeug verkauft? Der da vorne. Gut, vielleicht ist der nicht gemeint. Ich denke, der ist gemeint. Wir kennen das. Und das. Oh, das meinst du mit Nerv? Junge, Wo ist der da andere auf Typ? damit. Bist nicht gut im Werfen. Ich sehe es mal anderen. Ferner kann ich gleich noch werfen. Der hat Das auch noch was suche ich aber gemacht. nicht. Oh mein Gott, guck dir das an. Apfelsaft, 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 Apfelsaft. Okay, teilweise Genau, noch ein ein anderer Saft. Anschlusssaft. Apfelsaft, Apfelsaft, Apfelsaft. Ja, doch, das gerne dazu. Sehr Konsequenzen haben. Sag's dir. Oder unten ist Lion. Ernsthaft? Lion? Da, ganz unten. Oh. Links. Oh. Nicht. Das ist Ich original habe nicht Lion. Score. Das hätte ich gerne. Nein, ist ein guter Riegel. Das ist aber die Cornflakes, glaube ich. Die sind, glaube ich, die sind nicht so gut, das habe ich Doch, die sind gegessen. richtig gut. Nein.
Gnädige Dame. Gnädige Dame. Hi, kann ich für 10 Dollar an, für Zapfsäule 2 haben? 10 Dollar? Das ist nicht viel. Geht sie allein zur Brücke? Die Brücke? Die Northwood Valley Road, meine ich. Nicht viele Leute machen sich zu dieser Zeit des Jahres auf dem Weg dorthin. Seien Sie vorsichtig. Was meinen Sie? Seit einem Jahrzehnt sind hier draußen viele Leute verschwunden. Und Leute, die die Vermissten gesucht haben, sind nie wieder heimgekehrt. Die Ortsansässigen sagen, dass das Northwood Valley Monster sie in Stücke gerissen und anschließend in die Bäume gehangen hat. Kann ich die Toilette benutzen? Sie ist nicht sauber. Dann nehme ich ein bisschen ausgekommen, tut mir leid. Sie haben soll zwei. Schon vergessen? Nuancense erledigt. Oh. Nee, ich habe noch nicht getankt. Nein, Nuancense. Nuancense? Ja, du hast den Typen genervt. Ach so. Ready? Und noch eine Sache. Ja? Wenn Sie eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid sehen, der eine Mitfahrgelegenheit sucht, halten Sie verdammt nochmal nicht an. Fahren Sie so schnell Sie können, ohne zurückzublicken. Wer ist sie? Manche sagen, dass sie bei einem Autounfall in der Nacht ihres Abschlussballs gestorben ist. Andere sagen, sie wollte Rache nehmen, nachdem sie dort vergewaltigt und getötet wurde. Wie dem auch sei, sie will Blut sehen. Dein Blut. Was auch immer sie tun, nehmen sie niemals, niemals unter keinen und keinen Umständen einen Tramper mit. Sind alle gleich. Ihr solltet auf den Straßen ihre Daumen ausstrecken, sind nicht das, wonach sie aussehen, gnädige Dame. Die sind nicht so. Wie? Ich hätte dann nur eine Frage. Sie haben Säule 2. Mein Gott. Okay. Wir nehmen keinen Tramper mit, habe ich gehört. Ich glaube, die gnädige Dame ist ganz nett. Ja, da tankt jemand. Mutter! Was soll das? Jesus. Ich weiß nicht, ob du so spät einen Laden findest, aber wir haben kein Hundefutter mehr. Kannst du etwas für Milo holen? Ich zahle es dir zurück. Oder Milo. Tatsächlich kenne ich einen Hund namens Milo. Wir brauchen Hundefutter. Apfelsaft. Tommy, literweise Apfelsaft. Nüchtern, nüchtern. Wir müssen Auto fahren. Gibt's hier Hundefutter? Ja, Meister. Säule 2! Hast du hier höflich Hundefutter? vielleicht da. Das sieht aus wie Wasser. War ja nur so eine Idee. Ah, gleich viel beruhigen, das ist, es ist niemand da. Zuerst war mein Auto erst so weit weggeparkt. Wir haben nicht so weit weggeparkt, oder? Piep, 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 piep. Du bist viel zu weit vorne. Ach, Quatsch, das ist schon so. Wohl, nee. Ja, bist viel zu weit weg. Okay, ja. Oh mein Gott. Dimmt. Oh, Domi, das ist übrigens ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Du fährst zum Tanken hin, bleibst stehen, steigst und denkst dir, oh fuck, ich stehe absolut scheiße. Du musst wieder einsteigen. Das bin ich oft passiert. Aber wenn es passiert, ist unangenehm. Das passt schon so. Yeah. Tanken, 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 tanken. Ich hab den Tank aufgefüllt und bitte. Das bist du, nicht ich. Ich hab den Tank wieder aufgefüllt und bin, weil meine Mutter gefragt hatte, muss ich essen für meine. Hat er jetzt Hundefutter?
Übrigens, ein Achievement ist, finde einen Bär. Oder guck einen Bär an, spot a beer. Nur, dass du dich umguckst. Haben Sie eigentlich von dem Monstergott? Das Monster, wissen Sie, was wir suchen? Großer Fehler. Ach, alle gleich. Schönen guten Tag, haben Sie eigentlich... Zwei, wie oft denn noch? Mein Gott. Ich will doch noch Hundefutter kaufen. Der spielt so. Schön, schönes Detail. Gefällt mir. Der haben kein Hundefutter. Wieso ist das Deutsch da unten so schlecht, aber der Rest ziemlich okay? Wo soll ich ein Hundefutter finden? Guck dich mal hier um. Du musst einen Bär finden. Vielleicht siehst du irgendwo einen Bär. Ich will keinen Bär finden. Geh mal da ums Gebäude rum. Irgendwas ist gerade gegen die Tür gescheppert und. Also irgendwas gegen die Tür gelaufen und ich habe mich dementsprechend erschrocken. Bisher ist nichts passiert. Das ist richtig, aber es ist dunkel, es ist düster. Es ist guck ins Fenster rein. Wie kannst du nicht ins Fenster gucken? Hi. Ich hab noch Fiesta geguckt, aber auch nichts Interessantes. Das sind Horror-Games. Du musst durch Fenster gucken, das ist schlimm. Also gut. Hunde, oder? Bär im Müll vielleicht. Vielleicht siehst du einen Bär erst später, aber... Guck mal hier. Du so an einem Fenster schreiben. Ich find's schön, dass man's hört. Das war's gewollt. Krieg ich am Automaten vielleicht Hundefutter? Sicher. Nimm mal das mit. Kannst du das mitnehmen? Okay, was wollen wir denn mitnehmen? Nachos. Naja, es ist nah genug dran. Da waren Nachos. Und jetzt bleibt's hängen. Musst du es nicht mitnehmen? Ne, ich hab's verbraucht. Okay. Was soll das sein? Ja, Hundefutter. Oh. Das war einfach. Dann mach dann 5 Dollar, junge Dame. Ich habe aber nur noch 8. Das ist auch okay. Ich glaub nicht, dass ich erst einfach den gekauft habe. Wieso ist das so schlecht? Ich könnte es in den Koffer rumlegen. Perfekt! Steig dir nur eine falsche Seite ein. Passt schon. Perfekt. Versuchst du jetzt noch was anderes mitzunehmen? Tschüss! Dabei müssen Sie bezahlen, gnädige Frau. Entschuldigung. Siehst du? Ich glaube nicht, dass ich davon mehr gekauft habe. Wer hat so einen Scheiß? Okay. Kannst du durch die Tür werfen? Hey. Ja, nee. Knapp nicht. Ich hätte gern... Ich will es aber haben. Ich habe es nicht gebraucht. Ich will es aber haben. Ich will ja dafür bezahlen, aber ich... Kann ich das Schild mitnehmen? Kann ich Wasser mitnehmen? Man sollte immer gut dehydriert sein. Dehydriert sein. Ich glaube, das ist fürs Auto, aber... Ist egal, ich trinke das. Destilliertes Wasser. Der Kofferraum ist offen. Creepy. willst du nicht zumachen? So ein Langweiler. Das kostet vor der Hundefutter, sonst wird Meil noch traurig.
Okay, ausschalten wegen Bär. Ich würde übrigens nicht mitten in der Nacht 12 oder wie viele Stunden auch immer heimfahren. Wenn du auf der Straße bist, realisierst du eine Sache. Monster existieren wirklich. Was? Und jeder andere von denen schaut aus wie du und ich. Was war das rechts? Weiß ich nicht, irgendwas. Nur da geschrieben. Es ist nicht abgelaufen. Überraschenderweise gab es an der Tankstelle Hundefutter. Das Geld musst du mir nicht zurückgeben. Er ist nicht abgelaufen, oder? Wir dürfen auf keinen Fall anhalten, wenn da eine Frau ist. Richtig. Es bitte das Licht an. Ich weiß nicht, wie ich das anmache oder ausmache. Was, nicht du das? Nein! Oh. Ich kenne das übrigens auch, wenn ich so nachts Auto fahre, plötzlich realisiere ich so, oh, pff, natürlich, es existieren Monster. Und die sehen aus wie du und ich. Hä? Domi, kannst du bitte aufhören, so mit dem Licht zu blinken? Nein, nein, ich muss ihn signalisieren, dass ich den gleich überhole. Ich überhole ihn doch nicht, ich traue mich nicht in der Kurve. Na, hat jemand in der Fahrschule gelernt? Kannst du bitte das Licht anmachen? Er sieht dich nicht. Das ist gefährlich. Ich würde ja echt gerne das Tier machen, aber ich weiß nicht wie. Also wenn sie weiter so fahren, Herr Wut, dann werden sie das nicht bestehen. Oh mein Gott. Wo ist er hin? Ich hätte unglaublich gerne das Licht und ich hätte unglaublich gerne wieder... Was war das? Hallo! Was ist denn ein Bär finden? Soll ich jetzt Offroad fahren oder was? Nimm nicht so viel Sprit, okay? Ich hab gerade vollgetankt. Für 10 Dollar? Ja, das war vor dem Krieg. Ist das so günstig in Amerika? Kostet irgendwie, weiß nicht, 2 Dollar oder sowas die Gallone, aber eine Gallone sind halt auch 8 Liter oder so. Ich glaube, es ist echt relativ günstig, aber du zahlst auch keine Steuern und sowas. Also doch, aber anders. Ich hätte echt gerne ein vernünftiges Licht, ne? Kann ich Fernlicht irgendwie anmachen? Als ob du Fernlicht anschalten könntest. Hey, ich weiß nicht, da ist irgendwas, aber es ist mal nur eine Brücke. Können wir jetzt bitte nichts entgegenkommen? Ah, können wir bitte nicht das Licht wieder ausgehen? Kann das bitte einfach alles so bleiben? Oh, natürlich, schlechter Empfang. Kennt man. Also ich kenn's nicht, ich höre kein Radio, aber kennt man. Ich glaube, vor allem in Amerika kennt man, was war das? War das Busch? Ja, das sind alles nur Büsche über die. Manche werden so Items so ganz komisch beleuchtet. Ja. Alter, zum Glück sehe ich hier noch ein bisschen was. Ja, betone auf ein bisschen was. Ich wäre bei der Tankstelle geblieben. Auf jeden Fall. Oh, das ist ein Auto. Steig mal aus, schauen wir mal, ob der drin ist. Nicht? Kaninchen! Ich hab das Kaninchen in den Wolf laufen lassen. Kein Problem. Perfekt. Ah, da ist schon wieder eine Brücke. Da waren ein paar Zombies an der Seite. Nein, nein. Das ist keine Brücke gewesen. Diese Nacht war irgendwie sehr komisch. Oh nein! Aber es bewegt sich nicht. Das hätte sich fast so ausgesehen, als jemand absichtlich dahin gelegt. Jetzt der perfekte Zeitpunkt. Such den Bär. Das Spiel ist eh gescriptet, also. Ich weiß nicht, ob die so ein Ding da so leicht wegschiebt. Es rollt vielleicht. So unangenehm, mitten in der Nacht im Nirgendwo. Bewegen sich Baumstämme. Bleib da.
Ich glaube, die Steuerung ist einfach nur seltsam. Weil das ist nicht gewollt gewesen? Ich glaube nicht. Hast du es einfach nicht richtig aufgemacht, ist zurückgegangen? Ja. Weil was? Warum sollte... Was? Soll ich das Radio ausschalten? Natürlich. Natürlich. Das Auto wollte nicht mehr starten. Wir bleiben jetzt einfach hier. Oh, warte. Und so bin ich mitten im Nirgendwo gelandet ohne Netz für mein Handy. Natürlich ohne Netz. Da steht noch was. Geh zurück. Geh zurück. Sagte nicht, dass ich glaube, was für ein Kacke der Tankstellenangestellte sagte. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich mich wohl gefühlt hätte. Das ist ja halt wieder eine Horrorgeschichte, aber... Es ist eine Horrorgeschichte. In meinem ganzen Leben wurde mir gesagt, nicht bei fremden Leuten mitzufahren. Aber ab diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Wahl. Doch, du kannst hier bleiben, pennen, bis es Tag wird. Und dann zu Fuß zurück zu der Tankstelle gehen. Ich habe Angst gemacht, darüber nachzudenken, wie jemand... Okay. Das konnte ich nicht so schnell lesen. Bleib einfach hier, bis hell wird. Und geh dann zu der Früh zurück zur Tankstelle. Es ist nicht so schwer. Ich kann Papa nicht schreiben. Okay, damit steigen wir aus. Ja, und das könntet ihr mal machen. Also, du hast kein Netz. Ja. Es ist gar nicht so spät. Du könntest jetzt zur Tankstelle zurück. Es war nicht so weit. Wie lange bist du gefahren? 5 Minuten? Ich habe ja ein Auto näher kommen sehen. Arschloch! Was blöd, Alter! Was soll das? Pure Böse. Das ist böse. Pures Böse. Konnte nicht verstehen, wie jemand andere Menschen so gescheunert lassen kann. Also vor allem in Amerika halt, wenn du da wirklich nirgendwo bist und da steht jemand rum, der nicht weiterkommt. Alter, was musst du für ein Arschloch sein, wenn du einfach vorbeifährst? 22.43 Uhr. Ja, circa 20 Minuten später, ne? Du hättest schon längst bei der Tankstelle sein können. Ja. Zurück zu meinem Auto. Mach das Licht aus. Okay, ist vielleicht scheiße, unangenehm. Hey! Hey! Stopp! Hey dann! Hey dann! Nicht vergessen, wenn es eine Frau in einem weißen oder blauen Kleid ist, einsteigen. Schon mal keine Frau, schon mal gut. Zum Fenster. Du bist das Mädchen von der Tankstelle. Oh, das ist ein Typ von vorhin! Hallo, vielen Dank fürs Anhalten. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendjemand hier für mich anhalten will. Vielen Dank fürs Anhalten. Was willst du? Hab ich nicht gesprochen? Was willst du hier draußen tun? Ich glaube, dass mein Wagen gerade den Geist aufgegeben hat. Ich kann keine Hilfe rufen. Hier ist kein Empfang. Kann ich mitfahren? Wohin wärst du? Nur der nächste Stopp, wo ich Hilfe rufen kann. Steig ein. Hab vielen Dank. Könntest du warten, bis ich mein Zeug geholt habe? Ehrlich. Schmeiß einfach nach hinten, ich werde nicht wieder lang hier sein. Alter, du wirst doch 5 Minuten Zeit haben. Können wir bitte darüber reden, dass sie jetzt dumme Hundefutter im Kopf hat? Oh, ja, definitiv. Du hast jetzt sonst nichts zu mitnehmen, oder? Oder? Kannst du das Rest? Oh, okay. Bitte nur 2 Hände. Scheiße, was ist Hundefutter? Die Tasche. Warte, wo ist über eine andere Tasche da? Egal. Da oh, wetten, wenn du das Zeug drauflegst, hau da ab. Er könnte auch ein bisschen zurückfahren, aber okay. Ich sollte den Rest auch noch holen. Pass auf, gleich ist er weg. Ich wetten. Ich habe mir gerechnet, dass ich jetzt, wenn ich jetzt gucke, jetzt ist er weg ist. Ja, entweder das oder wenn du jetzt das Zeug reinwirfst und dann das Teil hochklappst. Hä? Nicht?
Ja, okay, vielleicht geht's automatisch, keine Ahnung. Also. Ehrlich, ich muss jetzt weiter. Ja, ich bin fertig, oder nicht? Ich dachte auch, dass ich fertig bin. Wo willst du um diese Uhrzeit jetzt noch so dringend hin? Ah, natürlich. Der Hut. Und das Skateboard. Vergiss das Skateboard nicht. Ja, scheiß auf das Skateboard. Weil wir wollten skaten, oder nicht? Ja, irgendwie sowas. Ich hab's gleich! Perfekt. Fertig. Na, endlich, spring rein. Endlich, spring rein. Beeil dich. Ja, das wollte ich schon machen, nachdem ich die ersten Sachen geholt habe. Oh Gott, nein. Ja. Es sieht nicht so Sachen unangenehm aus. Findest du? Ja. Kennst du das eine Rollenspiel, wo du bei so einem Typen mitfährst und das Ganze unglaublich gruselig wird? Du willst mir also nicht sagen, wer du bist oder wo du hin möchtest? Du bist nicht nach Hause gefahren, das ist gelungen. Ich ja, wohne nicht, weil du könntest quasi sagen, ja, ich komme aus der Nähe und ist das so? In dem Fall würde ich nicht glauben, dass du diese Fragen bei der Tankstelle fragst. Oh. Ja, guter Punkt. Sind die von hier? Ist in Ordnung. Ich würde mir auch nicht vertrauen. Ich meine, komm schon. Jason. Was? Ich heiße Jason. Ich bin Holly. Nein, wieso nicht? Was ist das der Name? Das ist der Vorname. Es ist nur der Vorname, Leute. Macht euch nicht ins Hemd. Du hast wirklich Glück, dass ich heute Nacht in dieser Seite der Stadt sein musste. Das ist wohl wahr. Ich muss schon sagen, du bist eine mutige junge Frau. Was soll das heißen? Hast du irgendeine Ahnung, was mit deinem Auto da hinten passiert ist? Keine Ahnung. Ist das dein altes Auto? Das ist das? Ich denke schon. Schon. Help! Oh, also, was denkst du über das, was er dir damals an der Tankstelle gesagt hat? Und damals? Er hat mir wirklich Angst gemacht. Interessant. Ich meine, komm schon, das ist... Der hat dir erzählt, dass jedem, der hier herreist. Oh, okay. Aber wir können auch reden. Also, ist es wahr? Was? Das Monster? Ich selbst habe es nie gesehen, aber da sind ein paar Dinge. Und ich befürchte, das Kaputtgehen eines Autos könnte eins von ihnen sein. Hey, hör zu. Ich möchte nicht wie dieser Idiot klingen, aber merkt ihr das? Wenn du sie nicht störst, bist du auch nicht gestört. Okay. Wen? Kostfenster. Ist ein Bär finden. Es tut mir leid, dass ich mich vorhin wie ein Trottel hier gegenüber verhalten habe. Ich hab's nicht so gemeint. Also, nein, ich hab's nicht so mit Menschen. Kenn ich. Macht nichts draus, ich auch nicht. Da hat sich doch was bewegt. Ich wollte gerade jetzt sagen, vor allem mitten in der Nacht, aber es ist nicht mal mitten in der Nacht. Es ist 11 oder so. Ja. Jetzt ist mitten in der Nacht. Es ist quasi Mitternacht. Nachdem wir kurz gesprochen hatten, ließ er mich bei einem Motel aussteigen. Anscheinend haben sie Pannenhilfe angeboten. Aber ich dachte mir, dass ich auch gleich eine Pause vertragen könnte. Sei vorsichtig dort draußen. Sind alle Arten von Menschen, sagte er im ernsthaften Ton, bevor er ging. Danke! Soll ich Pause machen? Kannst du mal kurz die Aufnahme pausieren? Achso, ja. So, wir sind wieder da. Also würde ich wieder da. Genau jetzt. Und hüstlich einmal und geht direkt auf mal weiter. Ist vor der Absicht. Okay, wir haben hier liegen. Wir sind hier angekommen, oder? Wir sind jetzt hier angekommen. Er hat uns hier hingefahren, wir sind hier gerade angekommen.
Im A-Hotel. Dafür, wir gucken uns ein bisschen um. Na, netter Kerl. Olli? Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Not delivered, not pub. Was bist du? Oh, not delivered. Vielleicht muss ich heute Nacht in einem Hotel überschlafen. Überschlafen, ja. Übernachten. Ich wollte schlafen sagen und dann habe ich übernachten gewesen. Ich konnte nicht einfach in irgendeinen Raum gehen. Verstehe ich, das ging einfach nicht. Ach, Zelda auch? Ich meine Link. Hap, 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 hap! Ja. Hadouken! Ach nee, warte, das ist was anderes. Jetzt sehe ich übrigens nichts. Sieh hier, das links in der Hauswand ist die. Wie nichts, das sind Pflanzen am Boden. Ja, das sehe ich auch. Kein Bär in der Nähe. Ist er auf dem Poster hinter dir ein Bär? Was für ein Poster? Links. Hinter dir. An der Wand. Wo du vorbeigegangen bist. Nein. Vielleicht ist das mit Bär gemeint. Kann ja sein. Dum-di-dum. Haben wir jetzt zurückgeschrieben? Wieso nein. Nicht? Ich hätte längst mal jemanden angerufen. Ja, normal schon. Kannst du hier draußen eigentlich auch zoomen? Oh, das ist wahrscheinlich mit Spotten dann gemeint. Oh, okay. Wenn du einen Bär siehst, spotte ihn an. Also, ich vielleicht, weiß nicht. Kein Bär gefunden. Oh. Not approved. Damit ist es not approved. Okay. Gehen wir rein. Palim, palim. Der Mann hat die gruseligsten Vibes vorstellbar verbreitet. Du kannst es schon richtig vorlesen. Okay. Also, vernünftig in Deutsch. Er hat halt gruselige Vibes verbreitet. Er ist super gruselig. Was war ein Zimmer für die Nacht? Ja. Wie viel kostet denn ein Zimmer? $40 für ein Einzelzimmer. Nur Bargeld. Gut. Wir haben viel Bargeld dabei. Ja, das ist wahr. Nein, direkt hier drüben. Ich würde ganz gerne nicht über das Auto reden. Na gut. $90. Tommy wird sich im... Was? Ups. Hand umdrehen, darum kümmern. Gut, ich werde Tommy Bescheid geben. Und noch eine letzte Sache. Versuch die anderen Gäste nicht zu wecken. Sie würden nicht gut darauf reagieren. Klar. Klar. Warte, guck die Poster an. Bär. Bär. Ich will den Bär. Ich sehe keinen Bär. Okay. Ihn anspotten. Ich guck dir ins Gesicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, Della. Das ist doch 10. Das ist schon 11. Schnell. Machst du den? Drin war es schon. Okay. Außer da war ein Geruch von Moosgeruch, was man in alten Häusern bekommt. Okay, ich sollte vielleicht meine Klamotten holen. Wirklich. Geh dich sofort beschweren.
Ich würde ganz gerne erstmal meine Klamotten holen. Vielleicht sollte ich mich bei ihm beschweren. Da drüben, Zimmer 9 ist es. Ich würde alles am Skateboard stapeln und dann drüber rollen. Ja, da gebe ich dir recht. Du kannst das Zeug nicht nehmen, oder? Nein. Ich hätte eine andere Idee als das Skateboard. Nein, das Skateboard. Wir schlafen einfach da drin. Oh nein. Oh nein. Oh, das ist so unangenehm. Als ob dir jemand auffällt, wenn du das durchguckst. Ich weiß nicht, in welchem Jahrhundert sind wir eigentlich gelandet? Guck dir mal die Kerzen an. Den Kerzenhalter da rechts. Kerzenhalter da rechts? Nachttisch. Ach da. Ja, da kommt wahrscheinlich später was. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, das ging durch Mark und Bein. Nicht nur bei dir. Nicht nur bei dir. Oh, oh mein Gott. Ich dachte, wir wären noch safe. Geil, wie heißt das? Oh mein Gott. Hallo, Tommy. Was machst du hier? Alter. Was sollte ich dich fragen? Oh, Scheiße. Ja. Ich bin Tommy vom Zimmerservice hier beim Roadway Hotel, dem schönsten Zwischenstopp in Norwood. Ich glaube, ich hatte einen kleinen Herzinfarkt gerade. Was hast du da drin gemacht? Weißt du schon, Sachen geputzt. Oh, da hätte ich einen abgewedelt. Der Typ am Empfang hat mir dieses Zimmer gegeben. Ich muss dich darum bitten, rauszugehen, während ich das Zimmer mache. Ich nehme nur meine Sachen. Welche Sachen? Warte, ich schau mal nochmal raus. Rein. Das sind jetzt plötzlich Vorhänge. Ja, die waren doch vorher nicht. Oh. Gott. Willst du mir noch einen Herzinfarkt verpassen? Fucking Tommy. Alter. Kann ich mich beschweren? Ich hatte einen Tommy in meinem Bad. Mach mal was. Ich weiß, dass mein Zeug draußen steht. Was erwartest du, dass ich das nicht weiß? Ist das so durchziehen? Ja, Tommy, guck dir die an. Immer diese Außenstädtler. Ja, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was das soll. Schneller gehen? Ich schwöre, ich will nicht zweimal laufen. Ich sag dir, Tommy, mit diesen und ihren neumodischen Maschinen, da kommt nichts Gutes. Ich find's wunderschön, wenn ich gleich irgendwas... Ich lieber ganz richtig mit ihren Smartphones. Wie sagst du? Ohne Röhrenfernseher ist das Leben auch einfach nicht mehr das gleiche. Oh, stell dir vor, ein Smartphone mit Röhrenmonitor.
Ja, so war es doch. Naja, waren keine Röhren drin, oder? Nein, das waren einfach irgendwelche ganz schlechten LCD-Monitore damals. Oh, ich habe letztens dieses Video gesehen mit alten Werbungen. Und es ist einfach so, knapp 20 Jahre her waren die Handys einfach noch Blöcke. Ja, ich weiß. Es ist nicht so lange her. Ja, mit Schau über die ganze Situation gesprochen. Was ist falsch mit diesen Leuten? Gnade, Gnade, Gnade. Was? Aber mach dir keine Sorgen. Hier ist es sicher. Ich hole dein Auto. No problemo. Und das Telefon des Zimmers funktioniert nicht. Oh ja. Wenn du irgendwas brauchst, frag einfach beim Empfang nach. Wir haben versucht, es zu reparieren. Aber wir haben derzeit nicht genug Gäste, dass es sich lohnen würde. Aber eine gute Nacht wünsche ich dir. Ich hole da mal dein Auto. Diese seltsame Lady. Oh, die hat wirklich das Zimmer gemacht. Die hat die Matratze runtergepackt. Also, jetzt musst du ihn lassen. Blitzeblank. Oh. Ich würde gerade sagen, kein Waschbecken, aber es steht da draußen. Puh. Okay, Unser Zimmel-Service ist nicht schlecht. Zimmel-Service. 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 Nein, wir brauchen gerade kein Zimmel-Service. Oh, ich fällt echt weg. Zimmel-Service. Nein, jetzt nicht. Zimmel-Service. Nicht putzen. Ich mitmachen? Gucken sich gegenseitig an. Nein! Leuchtet die Tür irgendwie rot? Nein, die ist einfach rot. Bitte sieh Ding ein. Ich wünsche eine angenehme Nacht. Ich wünschte mir, ich könnte irgendwie telefonieren. Hast du ein fucking Handy oder ist immer noch kein Empfang? Und ich soll das rechts, da bedeutet, du hast einfach keinen Empfang. Das aber du hast doch was bekommen, Bruder, wo bist du? Dein Vater ruft mich an. Du hast doch Nachrichten bekommen. Das heißt, oben rechts steht kein Empfang. Wie hast du das dann reingekriegt? Keine Ahnung. 10.28 Uhr hatte Mom Holly geschrieben. Aber um 8.59 Uhr wurde ich schon angerufen. Nein, der Vater hat ihn angerufen. Ja, aber um 8.59 schon. Was dreht diese Scheiße lang her? Wir sind irgendwann um 10 Uhr doch gestrandet quasi. Ja. Warte, wie lange waren wir von der Tankstelle entfernt? 2 Stunden? Ja. Oh. Das macht meinen ganzen Talk hier zu der Tankstelle zurück ziemlich lächerlich. Das ist... Könnte der LKW da draußen bitte ein bisschen leiser sein? Ganz schön heiß hier drin, oder? Das ist... Ja, es ist super. Und dann guck mal ins Fenster. Nein, das ist Voraussicht, aber an diesem Ort war etwas abwegig. Etwas sehr abwegig. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass etwas nicht stimmte. Das Gefühl der Müdigkeit wurde von Angst überwältigt. Eine heiße Tasse Kaffee könnte ihm helfen, dachte ich mir. Oh mein Gott, das Schlimmste, was du jetzt brauchen kannst, ist eine heiße Tasse Kaffee. Was du jetzt tun solltest, ist einfach in diesem Zimmer zu bleiben und hoffen, dass nichts passiert. Wie die Gardinen jetzt schon wieder weg sind. Und außerdem weiß ich gar nicht, wie spät es ist. Das ist ein Handy, aber okay. Kann wahrscheinlich nicht nachgucken, die alte Dame. Ich würde jetzt nicht da rausgehen.
Tommy ist aber nicht wieder da. Ah, wie bei SpongeBob beim Hackfleischhacken und Zahnkabel. Einfach rausrennen, den Müll in die Tonne werfen und wieder zurückrennen. Und schreien. Schreien nicht vergessen. Ah. War ein Klacks. Okay, wo kriege ich jetzt Kaffee her? Von so einem Automaten. Den zum Beispiel. Ich bin mir nicht sicher. Ups. Ja, vielleicht daneben? Oder ist da eine Cola da drin? Wollte es nicht. Ja, aber mir wird gesagt, wenn ich irgendwas brauche, dann... Nein. Das andere Automaten? Bei dem einen Sektor will er nicht? Nein, gibt's noch andere. Achso. Ich sehe keinen. Aber da links nicht einer um die Ecke? Hier links in der Ecke war nur Müll. Ja, ist ein Automat. Mülleimer. Ich versuche mir irgendwo reinzugehen. Das Fenster zu gucken. Ich würde jetzt jede Zimmernummer abklappern, glaube ich. Schau mir. Kaffeeautomat? Ist hier ein bisschen Kaffee? Mein. Kaffee? Märchen Assozi habe ich gelernt, wie man Kaffee macht. Wir haben auch keine Kaffeemaschine dabei. Du bist die Kaffeemaschine. Nee, ich sammle erst zum Snacken. Und davon genug. Ganz Sack voll. Was läuft da? Superman. Okay. Kein Superman. Damit rechts oben schaltet man um. An dem Sender. Genau so. Nur Kaffee hilft mir, wach zu bleiben. Du solltest schlafen. Würdest du hier schlafen, wenn der... Ja. Ist da jetzt ernsthaft eine Superman-Folge? Ich hoffe nicht. Ich befürchte es. Waren die Anfänge echt so lang? Solche Serien? Ich weiß es nicht. Ich habe Superman nie geguckt. Nee, also nie den Cartoon. Ja, ist ja gut. Suchen wir Kaffee. Sicher die Stelle zu finden. Ich versuche, sollte es sein, Kaffee zu finden. Kannst vielleicht mal versuchen, hier die Tür anzuklicken. Oh, die hat andere Gardinen, guck. Schick. Konntest du die anklicken gerade? Nein. Ach, nein, bitte mehr. Ich sehe Dinge. Das ist. Da! Da. Sag ich doch. Oh, natürlich, den einzigen, den ich will, gibt's hier. Okay. Wir nehmen dann Espresso. Yeah. Wusstest du das, wenn du übermüdet bist, dass du anfängst, irgendwann Dinge zu sehen? Ja. Aber erst nach so 2 Tagen, 3 Tagen? Ja. Oder bei ihr in 12 Stunden? Was war da drin in diesem Kaffee?
Lass uns einen Espresso trinken, hat er gesagt. Ich hab's dir gesagt. Ich dachte mir schon, Kaffee ist Fehler. Ich habe von Anfang an gesagt, Kaffee ist ein Fehler. Der hat geschrieben. Was schreibt er denn? Oh, verstehe. Würde ich auch sagen. Übrigens ist die Steuer komplett invertiert. Oh, geil. Vorwärts ist rückwärts. Rückwärts ist vorwärts. Gehst du zurück zu 9? Oh, ja. Gott, ich brauche ein Bett, Alter. Mir geht's scheiße. Es ist keine gute Sache, wenn du von einer Tasse Kaffee so umkippst. Nein, Kaffee soll eigentlich das Gegenteil machen, aber... Nicht der. 3.18 Uhr. Jetzt ist es mitten in der Nacht. Du warst wohl nicht beruhigt. Ja, ich war auch beruhigt nach sowas. Das Telefon geht doch nicht. Da ist jemand rein. Da hat jemand die Tür zugemacht, rechts. Ist jemand in den Schrank gegangen oder ins Klo? Keine Ahnung. Irgendjemand hat meine ganzen Klamotten von da nach da geschmissen. Das ist recht. Geh an das nicht funktionierende Telefon. Geht nicht, sag ich doch. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, weil, wenn ich jetzt aufstehe, da ist doch safe einer da im... Da ist jemand im Schrank. Und genau deswegen gehen wir jetzt zum Schrank. Es klopft. Und du nimmst das Skateboard in die Hand. Ciao vom Empfang. Ciao vom Empfang, öffne die Tür. Guck aus dem Fenster. Natürlich, man sieht nichts. Oder? Oh, das ist echt Joe. Okay. Ja, bei dir habe ich dir nicht ausdrücklich gesagt, dass du niemanden wecken sollst. Ich habe geschlafen. Ich habe Beschwerden. Wozu machst du diese ganzen Geräusche? Was auch immer, sorge nur dafür, dass es nicht so laut ist. Ist das der Grund, weshalb deine Augen rot sind? Was? Willst du mich auf dem Arm nehmen? Wir haben hier keine Kaffeemaschine. Okay. Ich habe genug von deinen verrückten... von euch verrückten Idioten. Ich dachte, wir hätten wenigstens einmal nüchterne Gäste. Aber ich schätze, ich habe hier... Aber ich bin hier der Verrückte. Gott. Ich hasse meinen Job. Okay, pass auf. Ich zeig dir... Im Ernst, war das schon eine Kaffeemaschine? Was ist denn das rote Licht eigentlich da an der Seite? Ja, das sehe ich die ganze Zeit schon. Deine Augen sind rot. Ah, oh, das soll es heißen. Rechts. Das ist keine Kaffeemaschine mehr. Das ist... Ja, wundert's dich? Oh mein Gott, kann man... noch okay, langsamer gehen. Ich mag, dass mein Auge rot ist. Halt. Hast du es gesehen? Was? Da ist... Da sieht man die Maus nicht. Geh zurück zum Zimmer. Ich sag, du sollst gehen. Jetzt! Da, wo mein Auge gerade rot leuchtet. Ja. In deinem Zimmer sollten ein paar Medikamente liegen, die dir gut tun werden. Ey, die nehmen wir nicht. Sieh dir auf dem Tisch beim Fernsehen nach. Okay. Da, wo mein Auge jetzt gerade rot leuchtet, ist ein Mensch lang gegangen. Von nein. Da nach da. Nein. Und deswegen gehen wir jetzt hier wohnen. Nein, ich meine, hier wohnen Leute. Finde ich mal so seltsam. Such
Glaubst du was? Wieso sollte von hier, von da ein Mensch hier rüber gehen? Das wegschmeißen. Guter Punkt. Aber dann würde er zurückgehen. Also, was Großes wegschmeißen. Eine Leiche zum Beispiel. Guck in den Schrank. Ich finde es schön, wie sie am Anfang gesagt hatte. Es soll kein Horrorfilm sein, keine Horrorstory sein. Der ist offen. Er war nicht offen. Rauf. Gute Neuigkeiten für dich, es geht nicht auf. Wie, es geht nicht auf? Geh nochmal hin. Stell dich vor die Tür. Okay. Siehst du? Ich hab mich schon vor der Tür erschrocken. Medikamente sind im Nachttisch. Ich will die nicht nehmen. Ja, ich würde es auch nicht nehmen. Ich will hier random Medikamente von irgendjemandem. Okay, ich muss sie anscheinend nehmen. Und so endeten wir in einem Motel. Schauen Superman im kleinen stinkenden Zimmer. Wasser. Ich wollte vorhin welches beim Dings mitnehmen. Naja, Waschbecken, logisch. Also Waschbecken, es gibt Waschbecken. Ich muss nicht ins Bad. Du kannst das mit Klo trinken, wenn du willst. Ne, danke. Frisch geputzt. Oh, tschüss, ich bleib oben. Ich glaube, der Fernseher muss aus, oder? Der hat gerade ein Foto gemacht. Das? Oh, da ist jemand. Okay, der geht da drum. Das macht mich fertig für die. Glaube ich. Oh, das dumme Fernseher aus. Oder beruhigt er dich? Er beruhigt mich. Du hörst die anderen Geräusche oder nicht? Irgendwas übrigens finde ich super nostalgisch, das blöde Wort. Ich hatte solche Fernseher nicht. Aber irgendwas mag ich an diesen alten Geräuschen von diesen Fernsehern. Du meinst dieses bisschen Rauschen? Ja, das ist so ein bisschen Rauschen und anders klingen. Legen wir uns hin. Oh Gott, die Tabletten kriegen. Musik. Bin nicht sicher, was ich machen soll. Hörst du das? Mein Auge leuchtet nicht mehr, ist nicht mehr rot. Oh ja, dem geht jemand geholfen anscheinend. Okay, bist du bereit für dich erschrecken? Wir gucken jetzt doch mal ins Bad. Nebenwirkungen. Okay. Okay. Ist es im Bad? Gott, warum ist das Bad nicht immer hell? Oh! Ich werde geklopft. Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, auch nicht. Bitte öffnet hier. Ich brauche Hilfe. Was möchtest du? Bitte, ich brauche Hilfe. Bitte öffnet die Tür. Dann geh doch zu dem Joe. Weißt du, dass du da drin bist? Ja, wo soll ich sonst sein? Jetzt hast du geklopft. Jetzt hast du geklopft, du elendiges. Ich werde dir die Tür öffnen. Bitte geh. Ich will nur mit dir reden. Ich schwöre, dass ich kein Polizist bin. Ich wäre mir lieber, wenn du ein Polizist bist.
hübsche Lady, komm schon. Schon. Versteck dich im Bad oder im Schrank? Im Bad wahrscheinlich zusperren und so. Oh Gott! Oh, laut! Ja, reicht, Spiel, reicht, Spiel, reicht, Spiel, wir haben es verstanden, Spiel, Spiel. Oh, das war laut. Was ist passiert? Wir können nicht, da wieder. Okay, Schaut wir können wahrscheinlich nicht wieder da zurück. Nee. Kurz gucken. Da. Oh, okay, automatisch gedreht. Da wollen wir zurück. 08, okay. Wie lange ist es her? Du in den Schrank gehen? Hotel, Pannenhilfe. Okay. Wir sind gerade beim Hotel angekommen. Wir sehen uns wieder, wenn wir wieder an der Stelle sind. Oder? Wenn wir Tabletten nehmen. Wenn wir Tabletten nehmen. Aus irgendeinem Grund. Pause. Und wir haben ihm gerade die Kaffeemaschine gezeigt. Und jetzt gehen wir wieder in unser Zimmer. Willst du dir von dem Vorfall erzählen? Ja, können wir gleich machen. Wir sind. Wir hatten jetzt in den Schrank. Ja, die Schranktür ist offen. Ja, wir hatten. Stimmt, jetzt haben wir auch einen Schrank geguckt. Also vorhin haben wir auch einen Schrank geguckt. Ja, man kann da reingehen. Man kann okay. reingehen. Wir hatten vorhin zwischendurch beim Nachspielen. Manche wird die so, ey, ja, guck mal in den Schrank. Als ich den Typen gesehen habe, weißt du, als der vorbeigegangen ist. Dann bin ich in den Schrank, geguckt. Oh mein Gott, man kann sich hier echt tief drin verstecken. Ja, da war, ja, kein Wunder, dass man ihn nicht gesehen hat. Da habe ich mich schon erschrocken. Da war aber nichts. Und dann kam der von der Seite hier rausgesprungen und oh mein Gott, hab ich mich verjagt. Ja, das Coole an der Stelle war ja, er, Tommy so, geht zum Bad, schaut ins Bad, nichts drin, will zur Tür gehen und ich so, schau mal noch kurz in den Schrank. Nee, so ganz locker, guck in den Schrank. Ach, das kommt aus der Jumpscare. Okay, nehmen wir die Pillen. Hat's uns gerissen. Oh, aber wird dir jetzt auch vom Stuhl gefallen, gefühlt. Alter, ich hab auch nicht damit gerechnet. Ich hab damit gerechnet, aber irgendwie auch nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, ich hab's gesehen. Also ich dachte, ich hab's gesehen, aber ich hab nochmal drauf geachtet, da geht wirklich jemand rein. Das sieht man ganz kurz. Okay. Weil jetzt klingelt gleich das Telefon, ne? Oh ja, stimmt, jetzt kannst du erst klingeln. Na gut. Und dann kommt der Typ an die Tür. Und ich hab keine Ahnung, was er tun will, anscheinend bringt er uns um. Ich dachte, er will Spaß, ich weiß auch nicht, was er will. Gott, gruselig. Ich gehe davon aus, ich muss den Fernseher ausmachen. Nein. Doch. Ja, kann auch keine Schlacht. Oder war das Foto? Vielleicht geht da so ein Typ vorbei, sobald ich das noch mal richtig in Erinnerung habe. Yeah, da ist er. Bro! Hilfe! Ah, stimmt, der wollte Hilfe. Yeah. Könntest du nicht theoretisch einfach jetzt hier losschreien? Weil jeder würde dich doch hören, oder? Oh mein Gott, er sagt Hello. Ja. Yeah. Die Tür. Wer ist da? Hilfe! Was willst du? Hilfe von dir! Nicht. Nee. Jetzt nee. Schnell ins Bad. Oder schnell in den Schrank. Ab. Schnell. Jetzt, reicht! Weißt du, dass du da drin bist? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ich weiß nicht, ob es clever ist, ins kleine Versteck zu gehen wie er. Oh. Psch. Aber ist das nicht für mich, oder? Mach mal ein kleines Geräusch, Tommy. Oh lol. Okay, jetzt zählt nicht für mich. Ich kann also reden. So laut und deutlich. Ich will. Tommy ist endlich mal still. Klopf, klopf. Hallo.
komm raus. Und lass mich rein. Ich will nur ein bisschen reden. Kommt der jetzt nochmal rein, oder? Herr Stalker? Wollen Sie die Tür auch öffnen? Nein? Musst du vielleicht nochmal mit ihm reden? Aber es passiert nichts. Was haben wir vorher gemacht? Wir haben nur kurz gesprochen und dann hast du mal mit nichts gemacht und dann musst du dich aus. Vielleicht musst du aus dem Fenster gucken, dass er dich sieht. Ja, hatte ich doch, oder? Ja. Aber er hat doch dann irgendwas gegen die Tür gehauen und dann ging es erst los. Mach die Badtür zu, dann denkt er, du bist im Bad. Ja, bin so clever. Das ist wahrscheinlich überhaupt kein Einfluss, aber ich bin so clever. Ich verstehe es nicht. Ernsthaft nicht. Es ist super unangenehm. Es ist super schlimm, ja. Und ich weiß nicht, was das Gelb und wahrscheinlich das Rot gleich, wenn ich ein bisschen lauter rede, zu bedeuten hat. Geh doch einfach nochmal zur Tür und quatsch nochmal mit ihm. Okay. Ja, wir haben nicht viele Optionen. Oh ja. Ja, ja, das bitte geh. Geh, ich werde die Polizei rufen und dann musst du weglaufen. Hübsche, komm schon. Ich will nur ein bisschen Natürlich laufst du langsam. So dämlich, Alte. Hey, Domi, wie war dein Tag heute so? Wie geht's dir? Was machst du so? Bist du so getrieben? Was gab mit dem Hund, oder? Irgendwas Spannendes passiert? Hier ist sie wohl nicht. Vielleicht da hinten? Nein. Was? Dann guckst du wohin? Hier in der Ecke ist sie auch nicht. Nein, ich kann sie nicht sehen. Nein. Dann guck ich mal ins Badezimmer, ob sie sich da nicht versteckt. Nein, auch nicht. Vielleicht im Klo? Nein. Nein, ich seh's wirklich nicht. Nein. Oh fuck. Oh lol, was? Was hat er mit seiner Hand gemacht? Bis heute finde ich es komisch, dass der Manager die Polizei nicht verständigen wollte, weil dies dem Ruf des Motels schaden würde. Ich glaube, dass die Stadt zu einem Kult oder Drogenring oder sogar zu etwas noch Schlimmerem gehört. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist Tommy mit seinem Auto angekommen. Ich bin dann nie wieder auf lange Autofahrten gegangen. Ich bin danach nur noch mit dem Flugzeug geflogen. Nie wieder Auto, nur noch fliegen. Das ist so gut für die Umwelt. Schön, wie man den Fernseher noch hört. Oh. Okay, wir haben es überlebt. Survivor. Du hast einen Bären nicht gefunden. Ich habe einen Bären nicht gefunden und noch irgendwas nicht. Ja, eine versteckte Errungenschaft, ich habe keine Ahnung was. Okay. Gut, aber das Video ist, ja, gut eine Stunde 20 lang. Warte, lass mich kurz gucken, wie heißt das Spiel? Fears of Fathom. Ja, Fears of Fathom. Ich meine, wir haben jetzt gerade das Outro hier. Und auch wenn das Spiel natürlich, es ist sehr Indie, was man daran erkennt, dass es halt... Ich finde es ziemlich schick. Einmal im halben Jahr so eine Story kommt. Wieder Spot a Beer, keine Ahnung, wo das ist. Hier, Shop,
Shoplift an Item. Secret. Shoplifter. Soll ich ein Item gekauft? Ich hatte ein Item gekauft. Wir können ein New Game machen. Autosaved. Was ich rausgehe, wenn Autosaved ist, zum Automaten? Aber hey, Shoplift ist doch im Shop, oder nicht? Moment. Oh ja. Ich guck grad ein Video. Shoplifter Achievement Glitch. Weil es ist ja nicht das hier oder das hier. Das habe ich ja gemacht. Oh mein Gott, du kannst ein Item aus dem Fenster werfen. Oh, okay. Und dann kannst du ein Item klauen. Ich würde ganz gerne... Du musst nur mal zum Laden, ja. Also wie kann ich jetzt laden? Also wie kann ich jetzt... Na, egal. Ich würde sagen, so interessant ist es nicht, die letzten beiden Achievements zu sehen. Also vielleicht noch den Bären. Würde ich sagen, noch mal schnell, wo ist denn der Bär? Moment. Bier. Features. Explore Spot Bier Achievement. Okay, der fährt im Auto rum. Dann fährt sie rückwärts. Aber man kann irgendwo abbiegen anscheinend. Ja. Oh, okay. Also noch während man selber im Auto fährt. Ja, ja, genau. Ich so gerade die Straße lang. Ja. Irgendwo ein Gatter. Super seltsam da hinzukommen. Naja, gut. Würde ich sagen, es war eine sehr interessante Erfahrung. Wie die erste schon, die erste war... Oh, du musst dich dann umgucken, dann läuft dann irgendwo ein Bär vorbei. Die erste fand ich tatsächlich besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand das auch ziemlich gut, ehrlich gesagt. Aber ich fand das ja auch richtig gut und ich habe mich echt stark erschrocken. Und hatte wirklich die ganze Zeit Angst. Also nicht richtig Angst, sondern ja, wie man halt bei Videospielen so hat Angst, ne? Angst halt. Ja. Yeah. Und. War cool. Ja, aber ich denke mal, wenn die nächste Episode rauskommt, werden wir die auch spielen, oder? Auf jeden Fall. Also, vielleicht werden wir sie wie diese Episode mit einem fast halben Jahr Verspätung spielen, aber. Das passiert schon mal. Irgendwann kriegen wir es mit. Oder ihr schreibt es uns und dann spielen wir es gleich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ich falle jetzt gleich bestimmt aus der Welt. Nein? Aber die Straße ist vorbei. Ja, dann ist er wohl jetzt eine unsichtbare Wand. Nein, die Straße ist weg. Da ist die Straße. Siehst du sie noch? Ich sehe sie jetzt nicht mehr. Okay, bis zum nächsten Mal und tschüss. Jetzt fall ich doch aus der Welt. Ciao. Okay, die Taste funktioniert auch nicht. Ciao.